Also ich glaube, der Louis hat aufs Tor geschossen, dann ist der Ball zu Joe gekommen und ja, ich habe einfach drauf spekuliert und auf den Ball draufgegangen und ja, ich habe ihn einfach reingemacht. Ich denke, dass wir eigentlich gut ins Spiel gefunden haben, dass wir den Ball haben gut laufen lassen, hatten dann auch die ersten beiden größeren Chancen. Einmal, wo Joe knapp eine Hereingabe von Louis verpasst, dann nach einem Standard. Ich glaube, Schössi hat geköpft, den Gratzai sehr gut hält und den Abpraller verfehlt leider Schwabi ganz knapp. Und dann war es so, dass wir eigentlich Sturm durch Unkonzentriertheiten ein bisschen ins Spiel gebracht haben. Ja, waren 2-1 gegen 1 Situationen, wo ich halt versuche, lang stehen zu bleiben. Dann vielleicht zu sehen, wo der Spieler für welche Ecke sich entscheidet. Heute ist mir sehr gut gelungen und habe ich der Mannschaft helfen können. Ja, ich glaube, in Summe war es ein gerechter Sieg. Ich glaube, Sturm hat zweimal 1 gegen 1 Situation gehabt. Da müssen wir uns beim Strebi bedanken. Andererseits hat dann der Gratzer den Schuss vom Joe super ausgesagt, in unserer besten Phase, wo wir einen Ausgleich gemacht haben. Ich glaube, da waren wir dann gut, da hätten wir die Chancen aufs 2-1 gehabt. Ja, und dann haben wir gesehen, also die letzten 10, 15 Minuten waren beide Mannschaften dann ein bisschen leer, natürlich aufgrund vom Wetter. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein gerechtes Unentschieden. Ja, wir können damit leben, wir wollten natürlich gewinnen, aber es ist okay. Ja, ich glaube, wir haben heute gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt. Und wo auf beiden Seiten Chancen waren, im Endeffekt, glaube ich, können wir mit dem Punkt leben. Wir haben dann nach der Pause haben wir eigentlich gut agiert, konsequenter agiert, haben uns dann belohnt mit dem 1-1, mit dem Ausgleich durch Tamasch. Ja, der Tamasch hat sich trainiert jetzt seit einem Jahr bei uns mit, aber seit der Sommervorbereitung hat sich der Bursche sehr gut eingefügt, bei uns extrem entwickelt. War heute einer unserer besten Spieler am Platz und hat ein verdientes Tor gemacht. Also super Leistung vom Jungen. Ich freue mich, dass ich immer wieder mehr Einsatzminuten kriege von dem Trainer und ja, ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Und ja, heute ist zum Glück das erste Tor gelungen und ich freue mich einfach. Und haben aber dann dem Gegner auch wieder Möglichkeiten gegeben, weil wir nicht klar geklärt haben, weil wir Räume nicht gut geschlossen haben, hatten selbst noch ein, zwei Möglichkeiten auf ein zweites Tor, sodass ich sagen muss, dass wir dieses hochintensive Spiel angenommen haben und dass wir dann auch alles in allem mit dem X leben können. Ich glaube, dass aber vor allem fußballerisch von uns im Vergleich zu den letzten drei Spielen eine Steigerung war. Wir haben heute wieder mehr Ballbesitz gehabt, haben besser kombiniert und auch wieder mehr Torchancen gehabt wie in den letzten Spielen. Ich will jedes Spiel spielen. Heute habe ich spielen dürfen und freue mich. Natürlich, wenn wir gewonnen hätten, wäre es noch schöner gewesen. Ja, und hat heute auch bewiesen, warum wir einen hinten drin haben, der ein anders farbiges Leibchen hat. Ja, so, hat zweimal hervorragend reagiert. In den Situationen, in den 1 gegen 1 Situationen. Auf der anderen Seite, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber dafür steht natürlich auch einer im Tor. Ja, und das hat er gut gemacht. Der Jan, natürlich ist das schwierig für ihn jetzt, aber der Jan ist alt genug, um das zu verarbeiten können. Natürlich ist das bitter und das tut keinem gut, aber der Jan ist stark genug, um das zu verarbeiten. Und der Jan, ja, den werden wir noch oft genug brauchen. Ist natürlich für jeden eine schwere Situation, wenn er nicht spielt. Jeder will spielen. Ja, jetzt spiele ich.